Was ist Glück für Sie? Glück ist für mich, dass ich einfach zufrieden bin. Glück ist für mich, zum Beispiel Erfolg im Beruf zu haben, dann Familie, also guter Zusammenhalt und Freunde und einen Partner. Glück ist für mich, wenn man was erreicht hat im Leben, was davor nicht passiert ist. Wenn ich anderen eine Freude machen kann und wenn die glücklich sind, dann wächst das bei mir auch. Ich würde sagen, weil wenn man das auf alle möglichen Situationen anwendet, dann ist es, wenn man sich in dem Moment, in dem man sich gerade befindet, rundherum wohlfühlt. Wenn ich dankbar bin, dann bin ich eigentlich automatisch wahrscheinlich glücklich, weil ich das schätze, was ich habe. Glücklichsten Menschen leben in Dänemark und Australien. Wie fragen Sie diese? Vielleicht ist es noch nicht zu mir gekommen, aber also ich glaube, mich würde es freuen, wenn es mal kommen würde. Das ist ja ganz gut. Liebe, Zufriedenheit, Gesundheit. Angelika, du bist seit Jahren im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig und dazu sehr erfolgreiche Personaltrainerin. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich jetzt auch mit dem Thema Glückswerkstatt beschäftigst? Also ich habe ungefähr so vor 5-6 Jahren mal angefangen, mich auch mit mentaler Fitness auseinanderzusetzen und seit 2 Jahren mit positiver Psychologie. Und ich finde einfach, diese beiden Bereiche passen hervorragend zusammen. Und dann ist so im Laufe der Zeit die Glückswerkstatt entstanden. Warum ist das Thema so wichtig? Einfach aus dem Grund, weil in der heutigen schnelllebigen Zeit die Leute nicht mehr so damit zurechtkommen. Viele haben Burnout und Depressionen und da gilt es einfach dagegen zu wirken. Ja, die meisten Menschen, wenn die erstmal so kleine Anzeichen haben, möchten nicht gleich zum Psychologen rennen. Die finden es dann ganz spannend, wenn das mal jemand ein bisschen auch so vermittelt, der das mit dem Körperlichen zusammenbringt und einfach vielleicht, ja, da kommt nicht so diese Schwere über, sondern eher vielleicht so auf eine, ja, ich muss fast sagen, leichte Art und Weise das Thema angehen. Einfach präventiv da schon mal was macht. Okay. Wer ist die Zielgruppe von der Glückswerkstatt? Welche Personen möchtest du ansprechen jetzt ganz gezielt? Also in meinen Kursen geht es einfach darum, um ganz einfache, leichte Übungen. Die sind leicht umsetzbar und für Übungen für Kopf und Körper. Und eigentlich für jeden, der sich für dieses Thema interessiert. Und ich vergleiche das dann immer ganz gern mit meinen Personal Trainer Kunden, wenn die mich so fragen, ja, muss ich das oder jenes? Dann sage ich zu denen immer, ihr müsst jetzt auch nicht warten, bis ihr einen Bandscheibenvorfall habt. Ihr dürft auch schon vorher etwas für euren Bauch und Rücken tun, also ein funktionelles Training. Und so ist es ja genauso. Da muss ich jetzt auch nicht warten, bis ich einen Burnout oder eine Depression bekomme, sondern kann einfach vorher schon präventiv etwas tun und vielleicht die eine oder andere Übung mal ausprobieren. Also das heißt, die hilft auch, wenn mir im Moment noch gar nichts fehlt. Genau. Also als ich mit dem Thema angefangen habe, war ich ja nicht in einer Krise oder nicht Burnout geschädigt, sondern mich hat es einfach interessiert. Ich bin da auf dem Gebiet auch neugierig und ich habe gemerkt, auch jemand, dem es eigentlich gut geht, wenn der diese Übungen macht, geht es dir danach besser. Also ganz egal, du wirst immer dort abgeholt, wo du bist und kannst es dann einfach verbessern und steigern. Und ich finde es einfach schon toll, wenn man irgendwas weiß oder kann oder so im Petto hat, wenn es einmal nicht so gut geht, dass ich dann vielleicht das eine oder andere mal verstärkt ausprobiere oder übe. Glückswerkstatt, der Begriff enthält die Wortbestandteile Glück und Werkstatt. Glück hat viele Facetten und wird sicherlich auch von jedem unterschiedlich definiert. Das stimmt. Also Glück hat viele Definitionen. Was mir hilft, ist einfach positive Momente, wenn sie denn da sind, erstmal wahrzunehmen und nicht gleich denken, ich muss jetzt das schon wieder machen oder was anderes, sondern sich einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, das wirklich bewusst zu erleben, zu genießen. Und da gibt es dann auch diese Übungen dazu, wenn dann diese Momente da sind, die vielleicht dann abends auch nochmal zu würdigen. Und das hat ganz viel mit Achtsamkeit und Dankbarkeit zu tun. Heißt das, ich bekomme bei dir für mein persönliches Glück das passende Handwerkszeug, um mein Leben glücklicher zu gestalten und mehr für mein privates Glück zu erkennen und auch zu sehen? Das ist mein Ziel, dass meine Teilnehmer nach so einem Workshop einen Handwerkskasten haben oder ein Handwerkszeug haben, mit dem sie einfach etwas für ihr persönliches Glück machen können und die Übungen dann einfach auch anwenden. Und da geht es eigentlich um so einen leichten Kurswechsel, in dem ich einfach
diese Übungen anwende, die dann mein Leben positiv verändern und ich die Richtung verändere. Das ist dann manchmal nur, wenn ich so ein ganz kleines bisschen was in meinem Leben verändere. Wir sind eigentlich auch ein System, dann verändert sich alles mit. Okay. Positive Erlebnisse zu haben ist das eine, sie als solche zu erkennen ist das andere. Und für sich dann natürlich auch positiv zu nutzen. Zeigt die Glückswerkstatt Wege auf, diese eigenen Stärken auch wahrzunehmen? Genau, also ich bin fester Meinung, dass wir alle positive Momente und positive Gefühle haben. Es geht einfach dann darum, man stellt sich die Frage, wie kriege ich es denn einfach mit? Wenn dann einfach so ein schöner Moment ist, dann geht es einfach auch darum, sich vielleicht mal ein bisschen die Zeit zu nehmen, den Moment wahrzunehmen, den bewusst zu erleben und zu genießen. Das hat dann auch schon wieder was mit Achtsamkeit zu tun. Und dann gibt es sogar auch so Übungen in der positiven Psychologie, wo ich das dann abends aufschreibe, was war schön, wie habe ich dazu beigetragen. Und noch eine andere Stufe, dann auch Dankbarkeit. Also diese schönen Momente dann einfach auch zu würdigen. Und das hat einfach dann diese Auswirkungen, ja, von, möchte ich sagen, psychologischer Gesundheit. Wobei es die negativen Emotionen ja sicherlich auch gibt, weil zum Leben gehört eben nicht nur das Positive, sondern auch das Negative. Und ich denke, niemand ist davon frei. Und diese negativen Erkenntnisse gibt es ganz einfach. Und ist der Umgang damit auch ein Thema von der Glückswerkstatt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist sicher, wir haben negative Gefühle oder es gibt negative Erlebnisse. Und da geht es dann auch gar nicht darum, die wegzudrücken oder dass sie jetzt nicht da sein dürfen. Die dürfen schon da sein, aber es geht einfach darum, vielleicht nicht so wahnsinnig tief da einzutauchen. Was mir halt immer auffällt, wenn Menschen ein bisschen negativ drauf sind oder negative Erlebnisse haben oder Momente, dass die das dann nur noch sind. Also die kriegen dann diesen Tunnelblick und kriegen überhaupt nicht mehr mit, mein Gott, da ist doch ein Gänseblümchen oder da hat mich jemand angelächelt oder die Sonne scheint oder die können dann sich für an gar nichts mehr freuen. Und da geht es einfach darum, dass ich trotz vielleicht schwieriger Zeiten oder negativen Gefühle auch die anderen Seiten noch wahrnehme, auch noch trotzdem positive Momente wertschätze, einfach die mehr wahrzunehmen. Das geht es eigentlich darum, genau. Wie stelle ich mir jetzt genau den Ablauf von einem Glückswerkstatt-Workshop vor? Also ich biete zwei Kurse an. Der eine ist die Glückswerkstatt. Das sind diese vier Module. Da geht es um die Themen der positiven Psychologie. Da lernen die Teilnehmer die Konzepte und die Übungen. Und das ist, hat auch den Grund, dass da so 2 oder 3 Wochen dazwischen sind, dass die das dann anwenden können, üben können und auch schon mal vielleicht die Veränderungen bzw. die positiven Wirkungen dieser Übungen spüren, weil die sind ja einfach wissenschaftlich belegt. Es ist jetzt anders als bei positiven Gedanken, da muss ich dran glauben. Die Übungen, wenn jetzt jemand nicht dran glaubt und sie macht, wirken die trotzdem. Und der Glückstage-Workshop, das ist so ein ganzer Tag, der geht von 11 bis 4 oder wie der Kunde halt die Zeiten möchte. Und da machen wir auch Yoga-Übungen, Meridian-Übungen. Ist der erste Teil so praktisch körperliche Praxis, dann kommen die Themen der Glückswerkstatt, auch die gleichen Themen wie bei den Modulen und dann wird nochmal mit Bodyart und Entspannung abgeschlossen, also so ein kompletter Tag, wo die Leute wirklich, also muss ich sagen, sehr, sehr zufrieden rausgehen. Und das Schöne ist, es ist wirklich nachhaltig, weil ich ja das Feedback von denen auch bekomme, wenn die das anwenden, es tut sich wirklich was in deren Leben. Die Auswirkungen der Glückswerkstatt sind sicherlich individuell unterschiedlich. Gibt es trotzdem objektiv wahrnehmbare Resultate? Also, wenn man das so betrachtet, es gibt ja enge Wechselwirkungen zwischen Psyche und Körper. Und wenn ich praktisch was für meine Psyche mache, hat es Auswirkungen auf den Körper und umgekehrt. Da gibt es ja auch so Forschungen, die positive Wirkung dieser Übungen ist ja erwiesen, belegt, wissenschaftlich belegt, dass die, wenn ich die zum Beispiel auch irgendeine Übung nur eine Woche mache, dass die sogar dann noch 6 Monate danach positiv sich auswirken. Also das Ganze ist auch wissenschaftlich fundiert und nicht nur eine subjektive Empfindung derjenigen, die dort teilgenommen haben. Genau, das ist ja eigentlich das, was mich auch so gereizt hat. Es geht es nicht nur darum, mach dir mal ein paar positive Gedanken und es wird dann schon, ich habe da nichts dagegen, wer das machen möchte, wunderbar, aber da muss ich einfach dran glauben. Jetzt bei diesen Übungen von der Glückswerkstatt oder von der positiven Psychologie, wenn jemand nicht dran glaubt und die Übungen macht, dann wirken die trotzdem. Ja, wie kann man Glück denn jetzt lernen? Genau, das sind eigentlich diese 5 Wege oder 5 Säulen, wie man es nennen möchte. Und da geht es einfach darum,
Was wir brauchen für unser Glück, ist erstmal also positive Gefühle in unserem Leben. Das ist was ganz Wichtiges. Dann brauchen wir so Momente, wo wir uns wirklich so total vergessen, wo wir in so eine Art Flow geraten. Und was auch wichtig ist, wir brauchen eine Sinnhaftigkeit. Also dass wir einfach das, was wir tun, dass das unseres ist und dass ich mich dafür einsetze und dass ich das wichtig und bedeutsam finde. Dann brauchen wir noch positive Beziehungen, das hat Hirschhausen schon gesagt. Einfach Beziehungen, in denen Sicherheit und Vertrauen gewachsen ist. Das kann innerhalb der Familie sein, muss es aber nicht. Und dann brauche ich noch, kommt dieser Aspekt der Leistung, einfach, dass ich für irgendwas die Arme hochkrempel, wenn mir was wichtig ist, dass ich mich dafür auch einsetze und mit dem Ergebnis nach draußen komme oder nach draußen bringe. Und dann bin ich auf dem besten Weg zum Glück. Und das kann ich bei dir lernen. Genau, das kannst du bei mir lernen. Gut.